Einmal Ägypten und zurück. Die frisch gekürte Miss Mermaid Germany ist wieder gelandet. Mit dem Gepäck der Kieler Meerjungfrau, die Siegerschärpe und ihre Muschelkrone. Ich hab's gerockt. Ist halt die Kombination aus Tauchen gewesen. Ich habe von 45 Metern habe ich knapp 40 geschafft. Damit habe ich 80 Punkte bekommen. Also wir haben sogar eine längere Strecke als 25 Meter aufgekriegt, ganz spontan. Unterwasserposing mit 90 von 100 Punkten lief auch super. Und ja, anscheinend habe ich die Jury wohl von mir überzeugt. Überzeugt hat die norddeutsche Top-Meerjungfrau die Jury vor allem mit ihrer Ausstrahlung. Ich bin halt da raus und habe jeden angelächelt. Ich habe das genossen, das Publikum mit einbezogen. Die haben alle geschaut und haben halt alle geklatscht. Und es war so ein gegenseitiges Aufgestachele. Und man hat es halt gesehen, wenn man einem Jurymitglied in die Augen guckt und es lächelt einfach herzlich zurück, dann weißt du, das kommt rüber. Und das kam's. Und die Miss Mermaid Germany Schärpe ist nicht die einzige, die sie sich während des Contests geangelt hat. Also es gab diverse andere Schärpen, die man kriegen konnte. Und dann gab es halt noch so eine Talentshow. Da musste jeder irgendwas zeigen, was er kann. Und alle haben gesagt, oh hier, die Miss Switzerland, die macht hier Feuerspucken, die gewinnt. Und ich habe aber alle mit meinem Bauchtanz dann von der Bühne gerockt. Und dann haben sie mich dann zum Best Talent. Ich habe da auch eine Schärpe von. Und die Kieler Sprotte hat mit ihrem Sieg ordentlich abgeräumt. Ah, ich habe ganz viele Sachen gewonnen. Erstmal darf ich bei Magic Tail, also wo es ja diese Flossen gibt, für 200 Euro nochmal freishoppen. Ist ja immer gut. Dann darf ich nochmal für 10 Tage, also nicht für 10 Tage, sondern für 10 Nächte, ins Sheraton zum Away zurück nach Ägypten mit einer Person meiner Wahl. Das heißt nochmal genießen und Urlaub machen. Und dann darf ich nächstes Jahr bei der International Germany vertreten. Und dann darf ich noch einen Tauchschein machen und diverse andere Kleinigkeiten. Also mit einem Vertrag mit der Euromodel Agency ist das Ganze jetzt gekrönt. Und dann mal gucken, was wir da rausholen können. Wieder zurück in Deutschland wird Vanessa ihre Flosse vorerst nicht zurück in den Schrank hängen. Ich bin froh, dass ich es jetzt erstmal ein paar Tage nicht machen muss, weil ich habe schon ein paar Blasen an den Füßen gekriegt durchs Proben, Shooting und durchs Tauchen. Aber ich werde die nicht einfach so auf den Nagel hängen. Ich weiß nicht, ob die Ostsee noch warm genug ist. Ich glaube, nach dem Roten Meer wird es nicht mehr so sein, aber ich werde mir eine Schwimmhalle suchen, wo ich doch nochmal schwimmen kann und aufgeben werde ich das nicht.